Herzlich willkommen bei Chemistry zu einem kleinen Let's Draw Video. Wir kümmern uns heute um den Mechanismus der Verseifung. Haben uns ja im Primetime Video zum Thema vom Fett zur Seifenblase drum gekümmert. Okay, wie mache ich eigentlich Seifenblasen? Wie kann ich ein Fettmolekül spalten in seine Bestandteile, in dem Fall Glycerin und dann Tenside, wenn ich es verseife? Anders als bei der Hydrolyse, wo ich dann die Fettsäure bekommen würde. Also sieht es ja ein ganz kleines bisschen anders aus. Wir gucken uns nochmal ganz kurz zur Erinnerung an, wie sieht eigentlich ein Fettmolekül aus. Das ist immer ein Grundträger aus Glycerin, also 1, 2, 3 Propantriol. Propan, hier drei Kohlenstoffatome. Wenn ich jetzt an jedes der Kohlenstoffatome eine OH-Gruppe dran machen würde, hätte ich Glycerin. Und wenn ich diese OH-Gruppen verester, mit einer Fettsäure, hier Rest 1, hier Rest 2 und hier Rest 3, dann ist das mein Fettmolekül. Rest steht hier für eine Kohlenwasserstoffkette, halt Fettsäure, ne, kann unterschiedlich aussehen, cis, trans, gesättigt, ungesättigt, was auch immer. Das ist Fett. So, nur hier vielleicht, das ist jetzt hier der Alkoholrest, Alkoholrest. Und das ist hier der Säurerest oder die Säurereste sind es ja. Säurerest. Alles Begriffe aus der Chemie der Verästerung. Okay, so, jetzt picke ich mir mal hier einen Teil vom Molekül raus. Also ich möchte jetzt nicht immer das ganze Fett zeichnen. Ich habe ja schon abgekürzt, aber das können wir noch mehr abkürzen. Und zwar gucke ich mir jetzt eine Estergruppe an. Zeichne ich mir auch ein Kohlenstoffatom komplett aus. So, hier ist jetzt, geht's weiter, hier ist jetzt Rest 1 und ich sage jetzt hier, wäre jetzt quasi Rest 2. Ja, jetzt Unterschied zur Hydrolyse setze ich ja Natronlauge ein, also OH-Ionen, NaOH. Und damit spalte ich jetzt mein Ester. Da wird es so ablaufen, ich habe ja hier Partialladung Delta Plus und Delta Minus und das wird sich hier anlagern an diesen Carbonylkohlenstoff. Und dann kann diese Doppelbindung nach oben wegklappen und ich bekomme folgendes Molekül, das sind Gleichgewichtsreaktionen, deswegen auch ein Gleichgewichtspfeil. Hier ist jetzt R2. Hier ist jetzt der Sauerstoff negative Ladung, also quasi der hier. Dann habe ich hier noch Sauerstoff und R1. Und jetzt habe ich eine neue Bindung geknüpft, sozusagen. Das ist jetzt quasi nochmal mit das Elektronenpaar, ist jetzt hier eine neue Bindung. Und ich habe hier Sauerstoff und Wasserstoff, eine OH-Gruppe. Die habe ich jetzt da neu dran. Die Ladung kann ja nicht verschwinden. Die ist jetzt hier an dem Sauerstoffatom, wo hier das Elektronenpaar hochgeklappt ist. So, jetzt geht's weiter. Jetzt kann sich nämlich hier, also es können mehrere Sachen passieren. Es kann sich das wieder abspalten, dann hänge ich hier wieder. Oder es kann sich hier das hier abspalten. Moment. Sup, und weg ist es. Und dann bekomme ich folgendes. Mache wieder ein Gleichgewichtsfall. Ich gehe jetzt hier in die Richtung. Habe ich einmal Rest 1 ist das, Rest 1 und da es ja das Elektronenpaar mitnimmt, der Sauerstoff, ist es auch negativ geladen und meinen ganzen Rest habe ich auch noch, HO, C, Rest 2 und hier kann jetzt auch das Elektronenpaar wieder runterklappen, ist ja wieder Platz, ne? So und dann Doppelbindung, okay. Das hier ist jetzt ein sogenanntes Alkoholat und das wäre jetzt hier eine Fettsäure. Aber jetzt wissen wir aus der Säure-Base-Chemie, das hier ist eine extrem starke Base, sehr starke Base. Das ist hier eine schwache Säure. So, starke Base, schwache Säure. Was wird passieren? Naja, der Wasserstoff wird hier rüber wuppen und zwar ziemlich eindeutig. Und dann komme ich auch zu meinem Endergebnis. Ich habe hier meinen Alkohol, Rest 1 und ich habe, das soll ein Plus sein. Oh Gott, machen wir mal weg. So, ich habe dann hier mein Tensid. Na,
aus Kohlenstoff Rest 2 und so. So sieht's aus. Weil halt hier die Carbonsäuregruppe deprotoniert ist, rede ich hier in Kombination mit R2, meinem langen Kohlenwasserstoffrest, nicht mehr von Fettsäure, sondern dann entsprechend deprotoniert von einem Tensid. So funktioniert ganz allgemein die Verseifung, Spaltung eines Esters mit Natronlauge. Gut, das soll es gewesen sein. Wenn ihr noch Fragen habt, haut es in die Kommentare rein. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, auf Wiedersehen.